Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir haben hier direkt irgendjemanden erschrocken in Quincy, in den Ruinen und offensichtlich ist er böse, denn da vorne ist ein rötes Pünktchen. Hoch hier und dann gucken wir mal. Wir sind auch jetzt, ich habe ja die ganze Zeug hier weggeschleppt, was wir gefunden haben und auch eine neue Rüstung haben wir an. Zeige ich euch gleich mal, aber erstmal müssen wir jetzt hier auf der anderen Seite wieder runterkommen. Die guten Gunner haben sich ja hier dufte Brücken gebaut. So. Ach da. Na komm schon her. Ja, ich hoffe doch. So langsam müssen wir doch echt mal alle erwischt haben. Oh, die Harnisch wollte ich gar nicht mitnehmen. Nur die beiden Sachen. Zeug wohl nicht verkommen lassen. Okay, Polizeirevier Quincy. Wir kommen. Da geht's rein. Dann gehen wir da mal rein. Endlich kommen wir dem letzten Holoband nahe. Okay, die Zellen. In den Zellen. Im Keller. Da ist es. Nachricht an Robert Cooper. Bobby, das haben wir doch schon besprochen. Wenn du was mit deiner verdammten Stiefschwester anfangen willst, ist das dein Bier. Aber du redest im Schlaf. Vielleicht redest du über Baseball oder du singst irgendwelche Fernsehmusik. Oder du erzählst von den drei Leichen, die Colin O'Malley in einem der Bunker von Arlington Greens vergraben hat. Willst du das Risiko eingehen? Ich sicher nicht. Tut mir leid, Robert, aber das Mädchen muss weg. Hm. So, jetzt müssen wir hier nochmal... Ah, okay, ganz ruhig nochmal. Ernsthaft, das war's. Das und ein Holzlöffel. Oh Mann. So, die Beweisdings brauchen wir nicht mehr. Dann gucken wir mal auf unser Missionsgedöns. Sprich mit Nick. Hui. Hey. Ich bin ganz ohr. Also, hast du was für mich? Vielleicht eine Tasche voller Bänder, die einem alten Ghoul gehören? Endlich hab ich alle. Hier. Kein Witz? Tja, das nenne ich mal solide Detektivarbeit. Die sind steinalt. Aber da sind überall Eddies Fingerabdrücke drauf. Das sind die echten. Und da sind immer noch die Codebestandteile drauf. Ich lasse sie durch den alten Prozessor laufen. Ich hab's. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Der alte Kerl hat sich in der Andrew Station verkrochen. Bringen wir Eddie Winter zur Strecke. Gut. Eddies Versteck haben wir gefunden. Ich muss ganz kurz einmal einen Schnitt machen. Moment bitte. Weiter kann's gehen. Wir wissen jetzt, wo der böse Wichtel steckt und werden ihn uns krallen. Uiuiuiui. Den bösen Ghoulie-Typ. Allerersten Ghoulie-Typ. Holen wir aus den Ghoulie raus und schießen ihn die Lichter aus. Yo. Bam. Ich habe auch so einen Linksdrall beim Sitzen zurzeit. Das ist ganz eklig. Wieso sind Feinde in der Nähe? Naja, da ist schon wieder einer. Ist nichts mehr. Wer? Ja. Ich hab den Arsch gefunden.
So. Okay. Das Örtchen schauen wir uns aber irgendwann anders mal an. Jetzt holen wir uns erstmal den Typen, der sich hier... Oh. Andrew Station? In der Andrew Station hockt er? Abgefahren. Wollen wir da mal rein und ihn suchen gehen. Total Hack. Control Robots. Für jede von dir gesammelte Aufgabe vom Mega-Hack erhältst du in bestimmten Terminals eine neue einzigartige Funktion, wie beispielsweise, oh mein Gott, Raider sind die Geisel des Ödlands im Commonwealth, wie auch überall sonst. Sie sind locker organisiert in einer Machtstruktur, die auf schierer Ruchlosigkeit basiert und greife jeden jederzeit an. Ob es einen Grund gibt oder nicht, töten sie einfach alles. So getackerte Magazinchen sind das. Süß. Ja, wie sollen die auch sonst zusammengehalten werden? Mit Stricknadel? Na, reicht jetzt auch. Toll, da sind wieder ganz viele Tote, die über den Zaun hängen. Ja. Ach, das ist ein ganzes Tor. Man nimmt mir auch die Munition aus von meinen ganzen Knarren. MK5? Was ist denn jetzt los? Aber mit dem Geschützturm auch. Feuer, Brand, Munition und so ein Bullshit. So. Die lassen wir auch alle schön tot hier draußen liegen und gehen jetzt nach unten. Gruselige Ladescreen-Musik. Yeah! Ah, wir sollten Eddie nicht warten lassen. Was zum? Hä? Du bist so. Boah. Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Oh, blaue Matsche. Schlechte Idee. Was für eine Nagelpistole oder was für ein Scheißding? Kopier, Mann. Den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Das Stimpack. So, jetzt müssen wir uns einen Weg zu dem bösen Typen finden. Auf dieser Etage. Ja. Das wär's. Wir wollten hätten, dass das verschlossen bleibt. Hätten sie ein besseres Schloss kaufen sollen. So, leider müssen wir jetzt... Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit keine Aktionspunkte?
So, sammeln wir erstmal ganze Zeug hier ein. Ein Experten-Safe. Ich bräuchte noch ein bisschen Klebeband, damit ich meine neue Rüstung ein bisschen aufhübschen kann. Mit Taschen und so Sachen. So. Okay, hier hoch kommen wir nicht. Hey, ich hätte was gedacht. Ja. Hat 1 Milliarde Schaden, aber keine Erfahrung. Ah, seitdem ich die Waffe abgegradet habe. Ist sie nicht mehr ganz so. Wer schmeißt denn die Reifen durch die Gegend? So. Uncool. Warum hängen hier irgendwelche Menschen an die Decke? So, das sieht jetzt sehr richtig aus, habe ich das Gefühl. Hier sollten wir jetzt nicht schießen. Überall verficktes Gas. Ring, okay. Illegale Raider-Boxkämpfe oder was? Klemmbrett, Kronkorken etc. Okay. Nee. Treff nicht. Na komm her. Geht doch. So, Splittergranate, Kampfrüstung, Level Up. War keine starke Rüstung dabei. Ah, Vorratsraum. Oh, wir haben sogar das Ding gegrillt hier. Da unten müssen wir irgendwie hin. Ah, okay. Diese schleimige Kröte ist auf der anderen Seite der Tür. Warum erweist du ihm nicht die Ehre? Natürlich. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Was zum? Oh. Wer zum Teufel bist du? Eddie, ich bin's. Mac fickt dich selbst von den Bullen. Nach so langer Zeit ist die erste Person, die mich besucht, ein Klugscheißer. Warum kannst du nicht eine sexy Blondine sein? Aber wie zum Teufel bist du? Nein, auf keinen Fall. Nicht nach so langer Zeit. Sag nicht, du hast meinen Code geknackt. Auf den Holobändern. Hey,
waren ja nur, wie viel? 200 Jahre? Hör zu, ich weiß nicht, womit du hier gerechnet hast. Mit Gold, Juwelen, den Geheimnissen des Universums. Stattdessen kriegst du mich. Einen Kerl. Einen Ghoul, so könnte man mich nennen. Der lebt, überlebt. Und was ich hier habe, kannst du nicht haben. Dieser Code war ein Witz. Ich wollte nur zeigen, wie dumm die Bullen waren. Ziemlich dumm, wie es aussieht. Schafft eure Ärsche jetzt woanders hin. Ich gehe nirgendwo hin, bis ich habe, weswegen ich hier bin. Ach ja? Und was soll das sein? Und wer bist du überhaupt, hm? Du kommst mir bekannt vor, aber was bist du? Irgend so ein Roboter? Sieht es jetzt so da draußen aus? Eine Welt beherrscht von Robotern? Ich hab's gewusst. Ich heiße Valentine. Nick Valentine. Erinnerst du dich? Valentine? Der Bulle? Der sollst du sein? Sorry, mein Freund, aber du bist nicht Nick Valentine. Du bist nur eine Maschine. Du hast meine Verlobte umgebracht. Jennifer Lance. Es gibt Verbrechen, mit denen kommst nicht mal du durch, Winter. Deine Verlobte? Du meinst Valentines Verlobte. Hübsche Braut. Eine Schande, was ihr zugestoßen ist. Aber hey, du, oder du weißt schon, der echte Valentine, er hätte verschwinden sollen, als er die Gelegenheit hatte. Aber hey, Roboter, was kümmert's dich überhaupt? Vor 200 Jahren geht ein Mädchen hops. Und du kommst zu mir und markierst den harten Mann? Mann, schau dich doch an. Du bist doch noch nicht mal lebendig. Dann bin ich ja in guter Gesellschaft. Tja, wenn es nicht anders geht... Doch nicht! Na also... Gut, da musste ich auch nichts viel zu machen. Zu. Wo ist auch 50% mehr Körperschaden? Eddies. Friede. Wir sind hier fertig. Aber ich muss noch eine Sache erledigen. Ich hätte gegen deine Gesellschaft nichts einzuwenden. Wo willst du denn jetzt hin? Ich wollte das gerne noch looten da unten. Wie, du sprengst jetzt alles? Der Turm kann gar nicht dampfen. Es geht nicht. Er ist aufgelöst. In blauer Matsche. Okay. Auf in den Sandwichladen. Crocker hat den armen Earl also zerlegt. In solchen Momenten bin ich froh, dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Hier ist es. Hier, vor 200 Jahren, hat einer von Eddies Jungs, Jenny Lance, eine Kugel in den Rücken gejagt. Jetzt ist Eddie genauso tot wie Jenny und Nick. Und ich bin ratlos. Ich weiß nur, dass Eddie ohne dich noch auf freiem Fuß wäre. Valentine vergöttert mich. Der Sieg über Winter war keine leichte Sache. Alles in Ordnung bei dir? Keine Ahnung. Das muss ich erst einmal alles verdauen. Winter war es. Die einzige Erinnerung des ursprünglichen Nick Valentine. Der letzte Beweis außerhalb eines längst verlorenen Institutarchivs, dass ich nur eine mechanische Kopie eines Polizisten einer vergangenen Zeit war. Weiß nicht, wie ich mich fühlen soll.
Verstehst du das denn nicht, Nick? Du bist endlich frei. Es gibt keinen anderen Nick mehr. Wäre es doch nur so einfach. Aber das ist es nicht. Denn ich war Nick Valentine. Ich hatte seine Erinnerungen, seine Ängste, all die Hoffnungen dieses armen Kerls. Ich weiß noch, wie ich den Anruf bekam, dass ich in ein Labor in Cambridge kommen sollte wegen der Neurotrans, was auch immer. Und als nächstes sitze ich in einem Müllhaufen. Meine Familie, mein Zuhause, mein ganzes Leben, alles weg. Und dann erkenne ich, dass all diese Dinge mir ohnehin nie gehört hatten. Alles, was ich je war, gehörte Nick. Ich hatte gehofft, dass ich endlich frei wäre, wenn Winter und der letzte Rest der alten Welt verschwunden sind. Aber jetzt, da ich dich kenne, wird mir endlich klar, dass es bei der Sache mit Winter nicht um Nick oder Jenny oder auch nur um dich oder mich ging. Es ging um Gerechtigkeit. Darum, das Richtige zu tun. Und diese gute Tat, die gehört uns. All das Gute, was wir getan haben, gehört uns. Und nur uns. Und auch wenn das das Einzige auf der Welt ist, das je mir gehört, und nicht Nick oder dem Institut, sondern nur mir, dann kann ich glücklich sterben. Und nichts davon wäre ohne dich überhaupt passiert. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür je genug danken kann. Das musst du gar nicht, Nick. Wir sind Freunde. Freunde tun so etwas füreinander. Du kannst einfach nicht aufhören, edel zu sein, was? Gut, gehen wir. Es bringt niemandem etwas, wenn wir hier herumstehen. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Nick hast du den Skill Nähe zum Metall erhalten. Also, wenn du noch mit mir zusammen reisen willst. Ich werde nicht böse, wenn du nach all dem eine Weile allein sein möchtest. Aber klar, packen wir es an. Schön, das zu hören. Komm, lass uns verschwinden. So. Huch, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Nähe zum Metall. Dank deiner Beziehung zu Nick Valentine hast du einen zusätzlichen Versuch und 50% schnellere Terminal-Abklingzeit beim Hacken. Das ist aber auch eine geile Animation. Ah, hier sehen wir auch, wie weit wir mit den Dingsen sind. Und wir haben auch ein Level-Up, da schauen wir mal rein. Denn wir wissen jetzt, dass wir hier hinskillen werden. Jaha. Wuhu. So, und wir gehen nochmal nach unten. Einfach nur, um diesen komischen Raum zu durchsuchen. Ups. Ohne die psychopathischen Pistoleros wäre das hier genau mein Laden. Psychopathische Pistoleros, sehr gut. So. Und da, wenn wir halt die... Hat wohl jeder Begleiter noch seine eigene Mission, außer Dogmeat. So, dann war das hier runter und dann rechts. Und dann wieder rechts. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ich bin ziemlich gut darin, diese alten Dinger zu knacken. Soll ich es mal mit dem Terminal versuchen? Ja, wo bist denn du? Nick! Seh dich nicht. So, machen wir ihn nackig, den Ghoul. Das Vorkriegsgeld hatte hier auch noch liegen. Gemüsesuppe, Nuka-Cola. Nick. Muss mir das Zeug abnehmen. So. Er hat echt für 200 Jahre hier unten Nahrung gehabt. Das ist ja ekelhaft viel. Oh, an Claire. Claire, ich bin's, Eddie. Ich weiß, es ist viel zu lange her, aber ich bin okay. Wir sind okay. Ich weiß, dass es komisch ist, dass ich gerade dann verschwunden bin, als sich alles etwas beruhigt hat. Aber es gibt einen Grund dafür. Wir haben darüber gesprochen. Es passiert. Und zwar bald. Bomben, Raketen. Ich weiß es nicht so genau. Aber das Ende kommt. Ja,
Ja, und das Ende ist gekommen. Eddies Friede. Im Herzen? Aufgepasst. Rede weiter. Brauch deine Hilfe. Kannst du auf mich... So, und ich mach das so. Na, nicht ganz. Tada! Ja. Na, versuchst du es jetzt noch oder läufst du noch ein bisschen im Kreis? Aber er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Leute haben nicht nur rumgespielt. Da ist ein Experten-Dinkes. Daher verabschiede ich mich jetzt auch aus der heutigen Folge von Fallout 4 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben Eddie Winter zerlegt und wir sehen uns hoffentlich morgen in einer neuen Runde wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao. Also.